Wenn du nicht bewaffnet bist, überlebst du hier nicht lang. Kauf meine Waffen. Und mit diesen Worten heiße ich euch herzlich willkommen zurück bei Fallout 4. Und wir sind in Far Harbor endlich angekommen in der letzten Folge. Haben ja auch direkt ein bisschen was zu tun bekommen. Und ja, wir schauen uns jetzt noch ein bisschen um hier. Gegen ein solches Arsenal hatten die Krabben keine Chance. Ob es denn hier noch was Spannendes zu entdecken gibt. Ich hoffe, Harbor behandelt dich gut. Ich würde es ruhig angehen lassen, wenn die Leute einfach höflich sind. Ja, ich würde gerne hier mal hochgehen. Aber wir können noch mehr mit ihr reden. Was hat es mit diesem Ort auf sich? Tja, das ganze Dock hat mal der Seefahrerin gehört. Als der Nebel dichter wurde, trieb er jede Familie und jede Siedlung aus ihren Häusern im Landesinneren. Die Seefahrerin war so nett, die Leute hierbleiben zu lassen. Far Harbor ist dem irgendwie entwachsen. Was gibt es in der Stadt zu tun? Brooks verkauft alles Mögliche. Teddy Wright kann dich in seinem Laden verarzten, falls nötig. Außerdem gibt's im Last Plank Fusel und so ein Zeug. Ach ja, und wenn du eine Knarre suchst, sprich mit Alan Lee. Okay, mit Alan Lee müssen wir also sprechen, wenn wir eine Knarre wollen. Der hat bestimmt noch was Besonderes da. Kennst du jemanden, der Hilfe brauchen könnte? Auf dieser Insel ist es nie einfach, um Hilfe zu bitten. Schon gar nicht einen Fremden. Aber ich bin diesen Leuten gegenüber verantwortlich und habe eine Aufgabe für dich, wenn du willst. Außerdem bist du härter, als du aussiehst. Okay. Sag mir, wo das Problem liegt. Wir kriegen unser Trinkwasser von einem Aufbereiter außerhalb der Stadt. Kurz bevor du kamst, gab es einen schweren Sturm, der die Nebelkondensatoren beschädigt haben muss, die die Straße zum Aufbereiter schützen. Ich habe Howard Dunbar zum Reparieren losgeschickt, aber dann griffen die Meyer-Lurks an. Ich fürchte, sie haben ihn erwischt. Ich hatte gehofft, du siehst es dir mal an. Vielleicht könntest du, falls nötig, die Nebelkondensatoren wieder in Betrieb nehmen. Wenn du willst, verlass die Stadt in Richtung Süden. Wird natürlich bezahlt. Ich würde keinen Fremden bitten, seinen Kopf für uns zu riskieren, wenn nicht auch was für ihn rausspringt. Okay. Was sind diese Nebelkondensatoren? Wie funktionieren die? Ich bin kein Ingenieur, aber mir wurde erklärt, dass jeder Nebelkondensator Luft anzieht und sie zu Flüssigkeit kondensieren lässt. Der Punkt ist, der Nebel kommt nicht an ihnen vorbei. Eine Barriere schützt die Stadt. Der Nebel bedeutet, dass die fiesen Dinger darin auch drin bleiben. Die kommen nicht oft raus. Die wohnen wohl im Nebel. Die Nebelkondensatoren brauchen viel Energie, aber dafür haben wir einen Windpark. Solange die Turbinen geladen sind, sind wir sicher. Okay, das erklärt auch, warum der Nebel eben nicht hier in dieser kleinen Stadt ist. Brauche ich Werkzeuge oder Teile, wenn ich die Reparaturen selbst durchführen muss? Die Energiemodule der Nebelkondensatoren müssen gewechselt werden, aber Howard hat die einzigen Ersatzteile. So oder so musst du ihn erstmal finden. Okay. In Ordnung, ich mache mich auf den Weg. Gut, unser Wasser geht schon bald zur Neige. Damit hätten wir die nächste Nebenaufgabe. Ja, genau, ich wollte hier die Treppe hoch. Jetzt bleibt ihr hier wieder stehen oder ich habe keine Ahnung. Ich möchte hier gern hoch. Ich möchte den nicht stehlen, mich umschauen. Tja, auf jeden Fall schick hier. Genau, wir waren noch nicht in der Bar. Da müssen wir natürlich noch hin. Denn da wartet ja die Hauptaufgabe quasi. Wir gehen mal hier in diese Richtung. Da gibt es zwar nicht mehr viel, aber... Schau einem Fallensteller nie in die Augen. Die sind anders. Ach. Leute, Leute, ich muss das Hut ausmachen. Gib mir einen Sack hier. Solange wir nicht kämpfen, ist es kein Thema. Kriegen wir alles hin. Hier kann man ein paar schöne Screenshots machen für die Thumbnails und so weiter.
Na gut. Hier in der Gegend werden wir eine Menge Strahlung. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Ich wollte nicht über den Steg springen. Scheiße. Hallo, ich komme nicht wieder raus. Jetzt. Komm. Ja, Nick, du brauchst nicht auch gleich baden gehen, nur weil ich baden gehe. Was ich mich jetzt gerade frage, im Beruf sieht man oft das Schlimmste im Menschen. Das setzt einem manchmal echt zu. Ja, was ich kurz mal schauen möchte. Können wir von hier aus schnell reisen? Ah, jetzt ist das doch in der Karte irgendwie. Ach du Scheiße, jetzt sehen wir das ganze Gebiet hier. Ach du Scheiße. Guckt euch das mal an. Das ist ja nochmal ein richtig fettes Gebiet. Okay, ich hoffe, dass wir hier Siedlungen gründen können. Das wäre echt praktisch. Wie kann ich denn? Ich könnte jetzt, glaube ich, beispielsweise nicht schnell reisen zurück. Ich sehe jetzt zumindest keine Möglichkeit. Das heißt, wenn wir zurück wollen, müssen wir wahrscheinlich das Schiffchen nehmen. Ah, hier. Das Commonwealth. Okay. Wir könnten hier schnell reisen zum Commonwealth machen. Ich mache mir so ein bisschen Sorgen gerade um das Inventar. Aber ich mache jede Wette, dass wir hier auch Siedlungen gründen können. Wollen wir da gucken? Naja, für einen Screenshot. Gucken wir. Nice. Gefällt mir hier. Jetzt sind wir natürlich im Nebel, ne? Ob das die beste Idee ist? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, damit warten wir mal noch. Gehen stattdessen nochmal zurück. Und was sind denn diese Nebelkondensatoren? Sind das die Dinger hier, diese leuchtenden? Ich glaube, das sind die Nebelkondensatoren, von der Captain Avery sprach. Denn die sind hier rundrum um das Gelände hier. Wir müssen noch in die Kneipe. Noch mehr Waffen. Und da gehen wir jetzt mal hin. Der Köderladen hat alles, was du brauchst. So. Na super, Leute, Musik. Leute. Geh mal, lässt grüßen, sag ich nur. Unterhaltung zu führen. Gleich mal ausschalten, die Scheiße. Zu, Ohren auf! Der Nebel kommt uns alle holen. Und wie könnten wir ihn besser begrüßen, als mit noch einer Runde aufs Haus. Ja! Zeit zum Feiern! Trinken wir auf Mitch! Mitch! Festlandbewohner, heute ist ein Glückstag. Freibier für dich! Warum kommt denn der mir so bekannt vor? Wo ist der Haken? Es gibt keinen Haken. Einer Leiche bringt eine volle Bar nichts. Also trink aus! Wenn du länger hier bleibst und der Nebel dich holen wird, warum nicht den Bauch voller Feuer haben, was? Ne, ein Zimmer mieten wollen wir nicht. Wir fragen erstmal aus hier. Eigentlich wissen wir schon alles über Nebel, ne? Was ist so besonders an dem Nebel auf der Insel? Spürst du ihn denn nicht? Sogar hier, am sichersten Ort dieser verdammten Insel. Er lebt. Wenn du ins Landesinnere gehst, hat er dich im Nu erwischt. Und wenn das Geigerzählerklicken dich nicht erledigt, dann holt dich der Wahnsinn. Am Ende erwischt die Insel uns alle. Hat so ein bisschen was von The Fog, Nebel des Grauens. Der Nebel kann dich verrückt werden lassen? Ja, er ist nicht natürlich. Im Landesinneren warten die Fallensteller. Mörderische Halunken. Aber viele verirren sich einfach im Nebel. Zu lange. Dann verliert man den Verstand.
Wenn du vernünftig bist, gehst du wieder dahin zurück, von wo du kommst. Und schaust nicht zurück. Ich habe aber das Gefühl, dass er schon ein bisschen zu lange im Nebel war. Wenn er so gefährlich ist, wieso bleibst du hier? Das ist unser Zuhause. Echte Männer und Frauen geben ihr Zuhause nicht auf. Außerdem, jeder muss mal sterben. Also warum nicht mit einem Messer in der Hand, das tief im Bauch der Bestie steckt, die einem Böses getan hat? Okay. Will ich mit dem handeln? Nee. Heute nicht. Schade. Nee, wir wollen eigentlich mit unserem Ziel sprechen. Ich gehe mal davon aus, das Wenn ist der Kollege Zimmer hier. Willst, sprich mit Mitch. Ja, ich will kein Zimmer. Wer bist denn du eigentlich? Entschuldigung? Willst du einen Drink? Nee. Kein Interesse. Alles klar. So, dann haben wir hier. Wen haben wir hier? Brooks ist auch ein Festlandbewohner. Und ein Synth. Was auch immer das ist. Okay. Also das sind nur die normalen Gäste. Das wird uns natürlich nicht angezeigt, weil ich das hart ausgeblendet habe. Hallo. Ach, harte Zeiten. Ja. Okay, dann würde ich sagen... Oh, Tink mag dich wohl. Wir gehen mal nach oben. Kätzchen. Wir gucken mal, was hier oben so ist. Ja, wahrscheinlich werde ich hier nichts einpacken können. Es wäre wahrscheinlich alles Diebstahl. Das wird uns natürlich jetzt alles nicht angezeigt, aber ich... Ich jedenfalls beiß nicht ins Gras, ohne mich zu besaufen. Ab und zu finde ich das auch mal ganz nett ohne Hut. Ich glaube, im Survival-Modus spielt man, glaube ich, komplett ohne Hut. Ne? Ich weiß das nicht genau. Aber das könnte ich mir gut vorstellen. Na gut, hier scheint nichts Spannendes zu sein. Bin gespannt, ob es hier auch wieder irgendwelche Sammelobjekte geben wird. Gegen den Nebel. Mit Whisky. Bingo. Wie zum Beispiel den Inselalmanach. Du hast Kartenmarkierungen interessanter Orte auf der Insel freigeschaltet. Na, sehr schön. Das können wir doch gebrauchen. Kämpfe werden mit Fäusten gewonnen. Kriege. Captain Avery meinte, du kannst mich nach Arcadia bringen. Hab gehört, es gab einen Kampf. Machst du dir die Hände schmutzig? Ich führe keine Leute mehr in den Nebel und in den Tod. Der letzte konnte nicht mithalten. Keine 5 Minuten. Ich hätte gerne deinen Mantel. Kannst du mir mehr über Arcadia erzählen? Dort sind seltsame Leute. Sie nennen sich Synths. Sie wollen dort eigentlich nur in Ruhe gelassen werden. In Frieden leben. Sie haben Gutes für uns Inselbewohner getan. Besonders die Nebelkondensatoren. Ohne die würde es selbst Far Harbor nicht mehr geben. Interessant, die sind also von den Synths. Ein Paar macht sich Sorgen um seine ausgerissene Tochter. Sie ging nach Arcadia und ich muss sie finden. Wenn jemand nach Arcadia unterwegs ist, steckt immer eine Geschichte dahinter. Lohnt sich für deine der Tod, ne? Die Ausgerissene heißt Kazumi. Kennst du sie? Captain Avery konnte wohl nicht die Klappe halten. Sie sollte sich nicht in anderer Leute Angelegenheiten einmischen. Vielleicht habe ich von ihr gehört. Ich habe schon viel mehr für viel weniger getan. Mit Worten bist du geschickt, was? Ich kann dich nach Arcadia bringen. Aber du musst auf mich hören. Dahin gehen, wohin ich sage, wenn ich es sage. Wird trotzdem nicht einfach. Pack Grundbedarf wie Radex und so weiter ein. Dann kann die tatsächliche Arbeit anfangen. Wollen wir gleich los, oder? Bin schon neugierig, ne? Dann los, Longfellow. Dann komm mal mit. Machen wir Nägel mit Köpfen hier, würde ich sagen. Und folgen ihm. Willst du einen Happen? Nee. Stell bei Mitch oder mir. Ja, und ich werde, glaube ich, das Hut wieder einschalten jetzt. Das ist doch ein bisschen praktischer, ehrlich gesagt.
Ich hab's ja ausgemacht, damit ich halt... Verschwinden wir aus der Stadt. Arcadia liegt über der Nebelgrenze auf dem Berg. Ist ein Stück zu laufen. Nimm das mit für unterwegs. Schmeckt absolut widerlich, aber es hilft. Irgendwie sieht die Grafik so pixelig aus. Bin etwas irritiert. So, ich wollte auf Optionen. Ich wollte das HUD wieder anmachen. Wir müssen durch das Hauptgebiet durch, rauf zum alten Bergpfad. Alles klar, ich folge dir. Anders als alles, was du vom Commonwealth kennst. Festlandbewohner meinen, dass eine Dosis Radix alles heilt. Spuren, frische, Fallensteller. Geh in Deckung, wenn die Kugeln fliegen. Halt den Kopf unten, wenn du leben willst. Was genau meinte er? Okay, ich sollte mal eben vielleicht hier so nehmen. Und ich gucke mal kurz ins Inventar, ob wir was haben, was ein bisschen länger gegen die Strahlung hilft. Erstmal vielleicht was zum Heilen. Vielleicht erstmal ein Red Away, ne? So, jetzt. Ich fange mal unten an. Mann, haben wir viel Scheiße dabei. Schadensresistenz. Ich weiß aber nicht für wie lange. Strahlung widerstehen, da haben wir es doch schon. Ein Red Scorpion Steak. Ich weiß aber nicht, wie lange das hält, ne? Aber so ein Red X sollte ja eigentlich auch ganz gut. Oh, komm. Können natürlich den Chemikalienschutzanzug anziehen, aber dann sind wir nicht mehr so gut geschützt. Ja, was hast du gesehen, Kollege? Hab ich dich. Da kommen sie. Plünderer Fallensteller. Okay, neue Gegner. Der schon. Auf was schießt ihr denn da? Ich gehe mal weiter nach vorne hier. Ich sehe gar nichts. Da hinten. Ja, ist vielleicht doch gar nicht so schlecht die Idee. Hoffentlich erstickst du an deinem eigenen Blut, Drecksack. Man sieht gar nichts. Ich sehe zumindest nichts und bin ja verkrüppelt. Aufpassen! Na komm wieder hoch. Jetzt wird dir klar, was für ein gewaltiger Fehler das war. Der ist hin. Ja, viel sieht man hier nicht. Also, halt. Du bist so gut wie tot. Springen wollte ich eigentlich. Das ist aber scheiße gerade von mir. Falsche Taste gedrückt. Netter Versuch. Vorsicht! Mein Bein hat's erwischt. Hier ist keiner mehr. Alter! Ja. Man müsste was sehen können. Wir müssen irgendwo hier oben rumpuntern. Nein. Scheiße. Oder hier drin. Ich bin etwas irritiert. Kommen wir hier hoch? Nee. Wo sind denn die verschissenen Gegner? Mal so schlecht.
Dachte, ich müsste mich um alle allein kümmern. Na, du hast dich um fast alle alleine gekümmert. Richtigen Haberbewohner aus dir. Ach, hier wäre ein Weg nach oben gewesen wahrscheinlich. Schau. Nicht. Ja. Der Nebel kann dir übel mitspielen. Da wird man ganz klar. Ich werde erstmal gucken hier. Red X wirkt nicht mehr. Das heißt, wir sind jetzt gleich wieder der Strahlung ausgeliefert, quasi. Ja, wir haben aber genug noch Red Ray dabei, glaube ich. Wir können übrigens mal kurz hier ein bisschen was beraten. Um unser Inventar ein bisschen zu entschlacken. Mal ein paar gesammelte Werke hier verwerten. Da haben wir noch Mutanten, Hundekeulen, pochierter Angler, plus 15 AP und verringerter Fallschaden für 20 Minuten. Nur etwas Salzwasser dazugeben. Sehr schön. Schon die zweite Trophy für den DLC hier. Oh, noch ein paar Rippchen gebrutzelt. Wir können auch einen dreckigen Ödländer machen. Und das war's, glaube ich. So. Wir gucken natürlich trotzdem noch ein bisschen nach Munition. Was ich nämlich in der letzten Zeit viel zu selten mache. Kettenrüstung. Tja, ich würde das jetzt liebend gern alles einpacken, ehrlich gesagt. Aber es ist ja jetzt ziemlich aufwendig, zurück zu einer unserer Siedlungen zu kommen. Deswegen mache ich das jetzt gerade mal nicht. Laborstation. Wir könnten also wahrscheinlich auch hier. Da habe ich nicht wirklich Bock drauf. Strahlung ist hier ganz schön. Küstenrüstung. Sieht ja schon interessant aus, die Rüstung, finde ich. Und ich würde es auch alles liebend gern mitnehmen. Aber ich glaube, da werden wir noch oft genug Gelegenheit zu haben. Okay, dann mal hier, was haben wir noch für eine Ruine? Da ist ein gekentertes Schiff. Ich glaube aber nicht, dass da irgendwas zu finden ist. Na gut, gehen wir mal zurück und folgen dem weiter. Ich finde, es ruckelt hier ganz schön. Also ganz ehrlich, ich meine, Fallout ist jetzt grafisch nicht gerade die Oberbombe, ja. Und ich verstehe es einfach nicht, warum dieses Spiel auf den Konsolen PS4, Xbox One nicht vernünftig zum Laufen kriegen. Das verstehe ich ganz ehrlich nicht. Guckt euch das an, was das ruckelt. Ich weiß nicht, ob es erwischt. Was? Ich weiß nicht, ob man es bei YouTube sehen kann. Ein Nebelghoul. Toter Nebelghoul. Da haben wir wohl keine Wahl. Noch mehr? Auch tot. Und jetzt? Auf der Straße sind überall Blutspuren. Sei also nicht überrascht, wenn wir es mit Tieren zu tun bekommen. Okay, jetzt wird es schon arg ruckelig. Das ist jetzt schon so ruckelig, dass man nicht mal vernünftig zielen kann. Finde ich äußerst unschön. Bin einmal alleine in College Square gewesen. Hab noch nie so viele Ghule an einem Fleck gesehen.
Ich meine, ich kenne es ja von Skyrim. Das hat auf der PlayStation 3 damals auch geruckelt wie Sau. Da konnte ich es noch einigermaßen nachvollziehen, da die PS3 schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat und auch die Xbox 360. Aber ganz ehrlich, bei der grafischen Qualität von Fallout 4 verstehe ich es absolut nicht, dass die Performance so beschissen ist. Das ist nicht nur ein bisschen beschissen, sondern das ist richtig beschissen. Ich bin gerade sauer. Alter. Muss auch ausgerechnet hier reingehen, wenn ich nachladen muss, ne? Und ich vergesse das ja auch immer. Grundsätzlich. Oh, jetzt heißt es mal gemacht. Hallo? Legendärer, bla bla bla. Ach, stirb! Ich dachte, man könnte sich doch noch gütlich einigen. Von wegen legendär. Unaufhaltsam. Kampfgewehr. Sehr geil, sehr geil. Das wird unser neues Werkzeug, würde ich sagen. Irgendwas Nützliches? Das Kampfgewehr mag ich ja. Ach, guck mal. Schick. Na gut. Ich habe jetzt so ein bisschen gerade die Orientierung verloren. Wo ist denn der Kollege? Der muss ja irgendwo sein. Tja, so schön das auch aussieht hier. Es ruckelt wie verrückt. Wir hatten da noch nicht reingeguckt, ne? Dann machen wir das nochmal. Doch, hier nicht reingeguckt. Aber hier auf... Doch, hier haben wir auch geguckt. Aber hier haben wir Munition übersehen. Ja. Können wir da noch höher? Nein, ich glaube nicht. Nein. Ja, damit sind wir auch erstmal wieder am Ende der Folge angekommen. In der nächsten Folge folgen wir hier unserem... Ich habe den Namen vergessen. Longhorn oder wie auch immer. Warte mal. Steht das nicht da dran? Hallo, bleib doch mal stehen! Der alte Longfellow. Okay, den folgen wir jetzt nicht weiter, sondern gucken hier nochmal. Ist das am Ruckeln? Ich krieg die Krise, ne? Ich krieg hier gerade die Krise. Ja, bin gespannt, ob die dieses Geruckel noch... Das ist eine Ruckelorgie. Das ist definitiv eine Ruckelorgie. Ob die das noch patchen werden oder gepatcht kriegen, wie auch immer, das ist scheiße. Das ist absolut scheiße. Na gut, wir sind am Ende der Folge angekommen. Ich habe genug gemeckert und bedanke mich fürs Einschalten. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wenn ihr euch nicht an dieser Ruckelorgie stört. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da. Und wir gucken nochmal in dieses Haus hier mit dem Einkaufswagen. Ja, oder schreibt einen Kommentar. Ich würde mich sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.